Buch der Phönix. 59. Meril, 8.45 Uhr. Das Leben eines Weltraumveterinärs ist nicht nur Einhörner streicheln und Allale bändigen. Viele meiner mannigfaltigen Aufgaben sind reine Routine. Und so wurde ich zum Hühnerplaneten Kikeriki gerufen. Hier steht die alljährliche Kontrolle von Biohöfen und Massenbetrieben an. Diese Kontrollen sind grundehrliche Brot- und Butterarbeit, die von der Pike aufgelernt sein will. Mein treuer Begleiter Grisha, der Knurr, ist zu seinen vier Müttern gereist, so dass ich mich dieses Planeten alleine annehmen muss. So, jetzt noch frisches Papier in die Klatte geheftet und rasch den Bleistift gespitzt. Es kann losgehen! Herein! Tierarzt, Doktor, Tierarzt! Ich habe Sie direkt an Ihrem Stethoskop erkannt. Kommen Sie! Kommen Sie! Wie angenehm. Ich werde hier ja sonst so schwer erkannt. Auf Kikeriki bin ich nur einer von vielen. Und das bin ich ja nun wirklich nicht. Aber Spaß beiseite. Das wird ein langer Tag heute und wir haben viele strenge Kontrollen vor uns. Nichts anderes habe ich erwartet. Sie müssen wissen, ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit. Baguk Gaga, mein Name. Aber nennen Sie mich doch einfach Baguk. Wollen wir direkt? Und ob. Es folgt ein Auszug aus Keplers kosmisches Kompendium. Mitten im Phasianide-Gürtel befindet sich der Planet Kikeriki. Bewohner des Planeten sind die sogenannten Hühnerwesen. Kikeriki ist der größte Exporteur im All für Eierwärmer. Um die riesige Nachfrage bedienen zu können, halten die Hühnerwesen dort seit Jahrhunderten Strickmenschen. In Massenbetrieben und Biohöfen stricken, färben und knüpfen diese Strickmenschen am Fließband oder auch freilaufend in Schrebergärten. Aufgrund des explosionsartigen Wachstums der Branche und damit auch der Anzahl der Strickmenschen kam es auf Kikeriki in den letzten Jahren immer wieder zum Ausbruch von Krankheiten. Dank strenger Kontrollen konnten diese aber inzwischen eingedämmt werden. Sie hörten einen Auszug aus Keplers kosmisches Kompendium. Haben Sie Ihren Ausweis? Natürlich, immer griffbereit. Tragen Sie ihn bitte unbedingt sichtbar am Körper. Sie wissen, für uns seht ihr Menschen alle gleich aus. Naja, Strickmenschen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Ja, ich weiß sehr genau, dass jeder Strickmensch einzigartig ist. Auch Sie haben Gefühle. Und schon bald. Wie auch immer. Ohne den Ausweis wird sie kein Hühnerwesen erkennen. Verlieren Sie ihn auf keinen Fall. Und jetzt? Einsteigen, bitte! Wir haben viel vor. Dr. Svenjamin Tierarzt ist Weltraumveterinär. Oder umgangssprachlich Tierarzt. Solange die Gebühren für seine Zulassung fristgerecht eingezogen werden können, ist er mit seinem Knurr Grisha im Raumkreuzer Phönix auf Rettungsmission zu den seltsamsten Planeten der Galaxis unterwegs. Denn stets geht es um Leben und Tod. Was steht denn heute an? Jetzt statten wir erstmal Frau Putt einen Besuch ab. Ein absoluter Leuchtturm unter den Biobetrieben. Die Putt-Putt-Putts züchten Strickmenschen in der vierten Generation. Putt-Putt-Putt-Eierwärmer sind die elastischsten Eierwärmer der Galaxis und halten selbst Gigantulon-Eier über Stunden.
warm. Aha. Und wohin fahren wir danach? Danach geht es zur Cosmic Cock Company. Eine Massenbetrieb, seelenlos und gnadenlos durchoptimiert. Bei den Putz hingegen, da zeigt sich, dass sich eine verantwortungsbewusste Haltung direkt auf die Qualität des Produkts auswirkt. Sie werden sehen, Putz, keiner hält wärmer. Oha, Sie glühen ja richtig. Ihr Vorgänger war ja eher der klassische Beamte. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Für die Strickmenschen selbst hatte der nicht viel übrig. Und das darf nicht sein. Den Wohlstand unserer Gesellschaft haben wir diesen fleißigen, diesen liebenswerten, diesen vielschichtigen Geschöpfen zu verdanken. Es ist unsere verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass es ihnen an nichts fehlt. Edel und selbstlos ackern sie. Vorsicht! Hoppala! Mein lieber Bakuk, ich schätze Ihren Eifer sehr, aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf... Darf ich? Ja. Behalten Sie stets einen kühlen Kopf, denn der ist immer ein guter Berater. Und gerade Sie als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes tun gut daran, eine gewisse Distanz zum Geschöpf zu wahren. Wenn das mal so einfach wäre. Wir sind übrigens da. Ach, was? Haben die Putz sogar einen Autoscooter für ihre Strickmenschen aufgestellt? Oh, die sind ja so autofanat, diese possierlichen Wesen. Frau Putz. Wuhu! Da hinten sind übrigens die Ställe, edel gearbeitet in Eichefurnier. Baku! Da sind Sie ja schon. Ich habe gerade den Getränkeautomat für unsere Strickies befüllt. Was verabreichen Sie denn Ihren Strickies? Ach, wie unhöflich. Ich sollte mich zuerst vorstellen. Tierarzt Dr. Tierarzt, Weltraumveterinär. Heute in Funktion als Betriebskontrolleur. Gut, dass Sie Ihren Ausweis tragen. Sonst hätte ich Sie glatt für einen unserer Strickies gehalten. Und zu Ihrer Frage. Nicht ganz ohne Stolz kann ich Ihnen sagen, dass wir als einziger Betrieb auf Kikeriki gleich drei verschiedene Sorten Cola anbieten. Kirsch, Vanille und Standard. Eine hervorragende Auswahl. Kommen Sie, ich führe Sie herum. Übrigens ist Cola Kirsch mit Abstand am beliebtesten. Das wundert mich nicht. Und hier geht's zu unseren Schrebergärten. Wir Putz verfolgen schon länger das Konzept von kleineren, dezentralisierten Strickeinheiten. In Gruppen von maximal 6 Strickmenschen werden unsere berühmt-berüchtigten Eierwärmer gefertigt. In den Freiluft-Strickzirkeln herrscht eine wirklich positive und vertraute Atmosphäre. Schauen Sie mal. Hier links, diese Vierergruppe. Das Männchen da hinten ist schon seit über 45 Jahren bei uns. Das ist ein Altersrekord und liegt weit über dem planetenweiten Durchschnitt. Sie reichen auch Tee und Gebäck, sehe ich. Natürlich. Die Jüngeren mögen aber, wie schon erwähnt, lieber Cola. Hatten Sie Krankheitsfälle in letzter Zeit? Nein. Unsere Strickmenschen sind kerngesund. Klar, hier und da eine Flechte oder auch mal ein Nierenstein, aber alles in allem nichts Ernstes, nein. Und seit dem wöchentlichen Badetag riecht es hier auch immer so angenehm nach Latschenkiefer. Riechen Sie mal. Schön und gut. Aber wir sind ja nicht hier, um den nächsten Saunaaufguss vorzubereiten, sondern um die Zustände in der Anlage zu prüfen. Und dafür würde ich mir gerne mal ein Exemplar aus der Nähe anschauen. Wo kann ich meine Untersuchung durchführen? Ja, dafür gehen wir am besten in die Ställe. Hier entlang, bitte. So, wen haben wir denn hier? Na, wie heißt du denn?
Uwe! Hallo, Uwe. Ich werde jetzt ein paar Untersuchungen durchführen, um zu schauen, ob es dir gut geht. Uwe! Genau. So, jetzt mal tief einatmen. Und wieder aus. Lungenfunktion in Ordnung. Und, Uwe, was macht ihr denn den ganzen Tag? Stricken. Und wenn ihr nicht strickt? Autoscooter. Ja, fein. Und hattest du in letzter Zeit irgendwelche Beschwerden? Uwe? Warst du krank? Jürgen. Wie bitte? Die Flechte. Unseren Uwe hier hat es besonders übel erwischt. Nicht wahr, Uwe? Uwe! Ja, verstehe. Aber das scheint rückstandsfrei überwunden. Soweit ist alles erst einmal in Ordnung mit dem guten Uwe hier. Allerdings erscheinen mir die kognitiven Fähigkeiten doch arg eingeschränkt. Ja, ja. Wir ziehen unsere Strickmenschen schon seit Jahren streng nach der Methode von Halve Henson auf, der die Auffassung vertrat, dumm strickt gut. Wenn unsere Strickis nicht allzu viel hinterfragen, sind sie wesentlich effizienter. Ich wünschte, alle Betriebe würden nach Henson arbeiten. Sind Sie mit seiner Arbeit vertraut? Ja, selbstverständlich. Sehr progressive Ansätze, immer bei diesen Schwandinaviern. So, wir sind hier durch, oder? Also, es entscheide immer noch ich, wann wir hier durch sind. Nun gut. Alles entspricht durchaus dem Standard und auch darüber hinaus gibt es aus weltraumtierärztlicher Sicht keinen Grund zur Beanstandung. Einen schön geführten Betrieb haben Sie hier. Habe ich es Ihnen nicht gesagt? Mein lieber Barkuk, Sie müssen Ihre Einstellung dringend überdenken. Ich bewundere Ihre Leidenschaft, wirklich. Aber Sie verhalten sich alles andere als neutral. Und Neutralität, mein Bester, ist oberstes Gebot bei Ihrer Profession. Neutral, neutral! Leidenschaft, Mitgefühl, das sind doch Eigenschaften, die wirklich zählen. Als ich noch ein kleines Hühnchen gewesen war. Jeden Morgen ging ich zu ihnen und fütterte sie. In ihrem Gehege roch es nach Bratkartoffeln und kölnischem Wasser. Sie spielten mit mir Fangen und Körner. Wir waren Freunde. Meine Eltern hatten eine kleine Farm am Fuße der Cocky Mountains. Ein knappes Dutzend Strickmenschen gehörte zum Hof, einer fröhlicher als der andere. Doch keiner war wie Kasimir. Ich konnte ihm alles erzählen und er hörte einfach nur zu. Doch dann kam die Cosmic Company und übte Druck auf meine Eltern aus. Ihre Farm sollte einer größeren und effektiveren Eierwärmer-Strickanlage weichen. Wir wurden drangsaliert, verleumdet und unser Hof ruiniert. Schließlich haben meine Eltern schweren Herzens die Farm verkauft. Und Kasimir und die anderen gleich mit. Ich habe sie seitdem nie wieder gesehen. Manchmal kann ich noch ihr glockenhelles Lachen in der Ferne hören. Herrje, Barkuk, was erzählen Sie mir da? Das ist ja schrecklich. Nicht wahr? Ich wusste, dass Sie mich verstehen. Dr. Tiaz, Sie sind doch der Anwalt aller Geschöpfe. 100%. Und lehnen Unterdrückung ab. 98%. Und Sie sind auf meiner Seite? Ja, wieso? Unter Ihrem Sitz. Da ist ein Umschlag. Öffnen Sie ihn. Nun,
nicht mit mir, Baguk. Das ist Wahnsinn. Nein, kein Wahnsinn, sondern eine Notwendigkeit. Dr. Tierarzt, Sie und ich, wir zerschlagen die Fesseln dieses Schweinesystems. Aber was Sie planen, ist kein Kavaliersdelikt. Was Sie davor haben, ist eine Revolution. Ja, finden Sie? Baguk, ich bin kein Freiheitskämpfer, ich bin Tierarzt. Und auch wenn mein Beruf mich schon das ein oder andere Mal in die Heldenrolle gezwungen hat, ich habe nie gegen Gesetze verstoßen. Und das wird auch so bleiben. Ihre kriminelle Befreiungsaktion müssen Sie ohne mich planen. Aber Dr. Tierarzt, die Cosmic Cock Company ist ein perverser Massenbetrieb. Sie hält Strickmenschen unter strikt unmenschlichsten Bedingungen. Wir müssen diese armen Geschöpfe befreien. Sie werden es gleich selbst sehen. Aber alle bisherigen Prüfberichte zeigen, das Unternehmen agiert innerhalb der Grenzen der Legalität. Vermischen Sie da nicht Berufliches mit Privatem? Was diese Firma Ihrer Familie angetan hat, ist tragisch, aber eben auch rechtens. Das ist nicht Ihr Ernst. Was denken Sie, was die alles vertuschen? Psst! Das Einzige, was ich für Sie tun kann, ist, dass ich vorgebe, ich hätte nie von Ihrem Vorhaben erfahren. Und jetzt lassen Sie uns reingehen. Da vorne hat sich bereits das Tor für uns geöffnet. Willkommen bei der Cosmic Cock Company. Sie müssen Ihren Ausweis vor diesen Scanner halten. Tierarzt erkannt. Wie das hier alles glänzt. Wer ist denn unser Ansprechpartner? Raten Sie mal. Die Cosmic Cock Company hat nur eine Stimme, kein Gesicht. Alles wird von Maschinen gesteuert und geregelt. Seelenlos. Hab ich Ihnen ja gesagt. Solange es freundliche Maschinen sind. Wow. Diese Panoramafenster mit Blick auf die Cocky Mountains. Traumhaft. Oha, das sind ja wirklich viele. 19.348 Strickmenschen, wenn meine Informationen korrekt sind. Widerlich! Oder effizient. Das ist wie immer Ansichtssache. Schauen Sie mal, diese Strickdisziplin. Und unglücklich oder gar kränklich sehen die von hier oben nicht aus. Lassen Sie uns das doch mal aus der Nähe betrachten. Wie kommen wir da runter? Hier vorne mit dem Aufzug und dann durch die Sicherheitsschleuse. Streckebene. Emsig eifrig engagiert. Hier stimmt wirklich alles. Sehen Sie, Baguk, wie ein zartes Lächeln Ihre Lippen umschmeichelt, während Sie stricken. Diese Strickmenschen sind glücklich bei dem, was sie tun. Und wissen Sie auch, warum? In grausamen Testreihen hat man diesen armen Kreaturen mühsam den eigenen Willen weggezüchtet. Boah! Sie denken nur, dass es das ist, was sie wollen. Aber wenigstens denken sie noch. Sprechen wir doch mal mit einem. Der da drüben, der schaut sogar gerade her. Hallo, du da, komm doch mal her zu uns. Haben Sie einen Namen? Ja, sie heißen alle Sören. Das da ist Sören 28. Warum 28? Für die Anzahl der Ös im Namen. Genial. Sören 28, komm doch mal her, bitte. Geht nicht, ich muss stricken. Na, dann komme ich eben zu dir. Hallo, Sören 28. Wie geht's dir denn heute? Hänge leider performancemäßig hinterher. Dementsprechend. Also nicht so gut. Mindset und Einstellung sind überragend, aber ich muss das auch an die Stricknadel bringen. Hab in der aktuellen KW echt zu wenig Eierwärmer performt. Du würdest also von einer Leistungsschwäche sprechen. Wir haben hier Entrepreneur Approach. Du bist Teil von jedem Wärmer. Wenn ich low performe, muss das jemand anderes ausgleichen. Wer wird das sein? Sie? Nein. Eben. Deswegen muss man vielleicht zwecks Prozessoptimierung ein paar All-Nighter nachlegen, um wieder in die Green Zone zu kommen. Okidoki.
Viel Erfolg dabei. Deswegen sind wir hier. Wahnsinn! Vielleicht nehmen die Sörens das Ganze ein bisschen zu ernst. Die ackern ja, als ginge es um Leben und Tod. Aber fit sind sie, da gibt's keine zwei Meinungen. Ob da ihr Kasimir mithalten könnte? Wenn der es überhaupt bis hierhin geschafft hat. Bitte? Nichts. Ich würde gerne noch sehen, wo die Sörens schlafen. Kommen Sie. Geben Sie mir mal Ihren Ausweis. Dann kann ich ihn einlesen lassen. Bitte schön. Tierarzt erkannt. Moment, Baguk. Das ging zu schnell. Machen Sie bitte noch mal auf. Sie haben noch meinen Ausweis. Und da bleibt er auch. Wie? Sie haben den Betrieb doch so gelobt. Sie finden es doch herrlich hier. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Blick über die Cookie Mountain, während Sie sich angeregt mit 19.348 arbeitswilligen Strickmenschen unterhalten. Werden Sie selber Teil dieses, ach so, strickmenschenfreundlichen Systems. Adieu, Dr. Tian. Baguk, wo gehen Sie hin? Baguk, kommen Sie zurück. Wie soll ich hier ohne Ausweis je wieder rauskommen? Baguk! Man unterteilt eine intergalaktische Gefangenensituation in fünf Phasen. Phase 1, Verleugnung. Baguk wird sicher bald zurückkommen. Das kann sich nur um einen Jux handeln. Dieser Schlingel. Er hat es geschafft. Für einen Moment dachte ich wirklich. Phase 2, Schock. Unfassbar. Er lässt mich zurück. Mich! Dr. Svenjamin Tierarzt, Entdecker des Marinekäfers und intergalaktischer Meister im Quietschvolleyball. Wie kann er das nur tun? Phase 3, Wut. Und eure beschissenen Eierwärmer, die gehen mir sowas von auf den Sack. Phase 4, Resignation. Immer hierbleiben. Ein brillanter Geist wie meiner, verschwendet, um bis in alle Ewigkeit zu stricken. Phase 5. Praktische Akzeptanz. Ach, Sören 389. Dein Tipp für die Maschenprobe ist wirklich Gold wert. Sören 3266. Kannst du mir gerade die Rundstricknadel reichen? Das Garn ist ausgegangen, der Cosmic Cock am Bangen, ob denn die Norm erfüllt. La 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 la. Strick-tack, strick-tack. Performance, Svenjamin, Performance, P-E-R-F-O-R-M-A-N-Z, Manz, Tanz, Tanzen, ah, Tanzen. Tam-tam. Tam-tam. Was ist das? Leck Menschen! Ihr opfert euch!
Nabel. Und wofür bin ich? Wir Hühnerwesen reformieren und optimieren. Wir nehmen, ohne zu geben. Wir scharren zufrieden durrend auf euren Rücken. Boah, das habt ihr nicht verdient. Denn jeder von euch ist einzigartig. Euch unterscheidet mehr als die Anzahl der Ös in eurem Namen. Ihr seid Individuen, Bob, und so sollt ihr auch leben dürfen. Strickmenschen, seid ihr bereit für die Freiheit? Gibt's schon Kaffee? Bob, seid ihr bereit für die Freiheit? Ich würde mich echt gern wieder hinlegen. Hab für morgen eine richtige High-Performance in der Pipeline. Finde der Approach und Mindset der ganzen Aktion auch eher fragwürdig. Strickmenschen! Ihr seid frei! Hier, ich habe uns den Weg in ein selbstbestimmtes Leben freigeschlagen. Ihr müsst nur losgehen. Bob! Und euch dabei vielleicht ein bisschen beeilen. Es kann nicht mehr lange dauern. Endlich Arbeitsbeginn. Also, ich würde dann mal... Was ist nur mit denen los, Borg? Warum nehmen Sie mein Geschenk nicht an? Warum verharren Sie in Ihrer unerträglichen Situation? Das müssen Sie mit denen besprechen. Mein Termin hier hat deutlich länger gedauert als erwartet. Ich muss wirklich dringend los. Aber sehen Sie mal, dort hinten, da will doch einer nach draußen. Casimir? Casimir! Logbuch der Phönix, 6. Muni, 19.34 Uhr. So schnell kann sich eine Routinekontrolle in eine Grenzerfahrung verwandeln. Aber ich versuche, aus jeder Lebenssituation etwas mitzunehmen. So auch hier. Und wer wäre ich, wenn nicht auch andere von meinen Erkenntnissen profitieren könnten? Also habe ich Grisha eine Mütze gestrickt. Allen, die keine Mütze von mir bekommen haben, möchte ich Folgendes mit auf den Weg geben. Des einen Gefangenschaft ist des anderen Freiheitsentzug. Ein jeder sieht eben seine Seite der Medaille. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Tierarzt, Dr. Tierarzt. Das war Tierarzt, Dr. Tierarzt von Fee Krämer und Alexander Hassenkamp. Ein Podcast von Argon Lab. Es sprachen Tierarzt Dr. Svenjamin Tierarzt Wolfgang Barrow, Baguk Jakob Weigert, Lexikon Ulrike Kapfer, Frau Putputput Alice von Lindenau, Uwe Jakob Weigert, Stimme der Cosmic Cock Company Cornelia Boje, Sören Sebastian Kluckert, Aufnahme Thilo Masut und Valentin Röwenstrunk, Geräuschemacher Robert Lehnert. Sounddesign und Mischung Valentin Röwenstrunk. Musik Maurice Mersinger, Kling Klang Klong und Sonoton. Produktionsmanagement Julia Ostrowski. Regie Balthasar von Weimarn. Produzentin Sabine Reichelt. Eine Produktion des Hörspielstudio Xberg im Auftrag des Argon Verlags.
es weitergeht, hört ihr hier in der nächsten Episode. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Tierarzt Dr. Tierarzt kostenlos abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Vielleicht schreibt ihr uns ja sogar in einem kleinen Text, was euch besonders gut gefallen hat. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gerne auf Facebook und Instagram. Ihr findet uns dort unter @argon.lab. Bis dann.